Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Ich habe alle gezockt. Hat viel Spaß gemacht. Kann dir alle Teile sehr empfehlen. Ja, den zweiten werde ich bestimmt auch nochmal irgendwann spielen. Aber auf dem ersten Blick irgendwie jetzt nicht so Bock gehabt. Weiß ich nicht. Vielleicht hatte ich auch erstmal genug nach dem ersten. Okay, das Shirt ist mega. Gehört das Stimmt Riley? Da drauf. Oh Gott. Sie vermehren sich. Hallo. Okay. Ich sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Ist sie dement oder was? Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät völlig aus den Fugen. Krankheit hat sie doch. Wenn Riley das rausfindet. Aber was denn? Das darf nicht passieren. Danke, Liebling. Ich erledige es gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Hat mir jetzt aber auch noch nichts gesagt. So creepy gerade, ja. Weiß ich noch nicht. Ja, ich hab doch irgendwas übersehen, oder was? Jetzt übersehen. Diese Fähigkeit findest du interessant, aber weiß ich nicht. Werde oft eigentlich nicht so gerne mit dem Problem von anderen konfrontiert. So vom Ding her. So, aber Herr. Irgendwo fehlt noch ein Hinweis oder irgendwas. Doch alles. Kann man hier hinten noch irgendwo durch? Aber interessant wäre es. Ja, also manchmal in einigen gewissen Situationen bestimmt, aber manchmal kannst du dich damit, glaube ich, auch gut selber fertig machen, wenn du so eine Fähigkeit hast. Ach ja, den Hinweis hatte ich auch gesucht. Er ist doch safe irgendwo auf einer ganz komischen Ihre Stelle. Angst ist überall. Ah. Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Scheiße. Kommt da jetzt der Tod durch die Tür oder was? Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat.
Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Weiß ich jetzt auch nicht. Wie man ihr jetzt helfen kann. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich fühle aber doch, dass hier der Gartenzweck mit der Sonnenbrille noch am Start ist. Schon noch ein bisschen. Drogen. Drogen gehen immer. Helfen wir mal, ne? Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast? Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Schritte zurückverfolgen? Riley fragen? Anstrengender nachdenken, auf etwas anderes konzentrieren? Eigentlich ja Schritte zurückverfolgen, das sagt man ja immer. Würde aber auch sagen, irgendwie auf was anderes konzentrieren. So mache ich das persönlich immer. Wenn ich mich nicht dran erinnere, mache ich was anderes, bis mir das andere irgendwann wieder selbst einfällt. Weil mir auffällt, oh, irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Ich muss das wohl doch noch machen. Aber wir machen das. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Alles easy. Hey, ich möchte helfen. Ja, das mit der deutschen Synchro fühle ich aber auch. Was hat Eleanor zuerst gemacht? War ja beim ersten nicht so. Und beim zweiten weiß ich es halt nicht. Welcher YouTuber hat das denn? Wer hat denn damit geschnackt? Sind diese Blumen von heute? Nee, never. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist denn mit ihr jetzt mal? No joke, ich check das hier gerade gar nicht. Erst hat ihr safe den Laden aufgemacht. Du musst zuerst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Also, Gronkh hat mitgemacht. Ah, okay, nice. Ja, Gronkh hat auch eine sehr, sehr interessante Stimme, finde ich. Ja, aber dann ist sie doch bestimmt Kasse gegangen. Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Dann war es nicht das Erste. Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Hey, ich gehe nirgendwo hin. Anruf kam rein. Gab es einen Anruf, der dich abgelenkt hat? Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Hast ihn, glaube ich, sogar schon getroffen. Echt? Wüsste aber jetzt nicht wer. Also ich habe ihn dann auf jeden Fall nicht wiedererkannt. Hier, was denn da? Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Ah, jetzt die Blumen. Jetzt safe die Blumen. Jetzt haben wir es doch, jetzt haben wir es doch. Und dann ist sie zur Kasse gegangen. Ja, klar. Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich.
Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Aber hatten wir noch einen Hinweis? Hatten wir noch was? War jetzt nur noch die Kasse eigentlich, oder nicht? Ja, aber da steht ja doch sowas nicht drin, oder? Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Ah, okay, doch. Stimmt. Mr. Jedediah Lucan, hm? Die Lilien sind wohl für Jed. Oh, ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed. Ich wusste, du findest es raus. Das verdanke ich ganz allein dir, ehrlich. Ernsthaft, Alex. Du bist ein Engel. Aber die hat jetzt stark Alzheimer, oder was? Jed plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh Gott. Sie kann sich nicht erinnern. Nee, da machen wir von Gabe erzählen. Da machen wir selbst von Gabe erzählen. Ich hoffe, dass es bald mehr solche Games gibt. Liebe solche Story-Games. Ja, auf jeden. Es gibt ja noch sowas wie Become Human oder Heavy Rain und so. Die sind auch sehr, sehr nice. Die sind ja ähnlich. Sogar mit dem Computer hier ausfällt. Ui, ja klar. Kam da jetzt was? Aber es ist nur als Möglichkeit, dass ich sehe, was er auswählt. Da eh jetzt nicht so viele mitmachen, dachte ich mal, geht das so. Ich muss die Zeit auch nochmal ordentlich runterschrauben von irgendwie vielleicht auf eine halbe Minute oder so. Aber es geht tatsächlich nur vom PC aus, so wie ich das bisher gesehen habe. Hier von Gabe erzählen, ja. Die waren für Gabes Trauerfeier. Trauerfeier? Gabes Trauerfeier. Ich war nicht da. Alex. Es tut mir so leid. Hey. Entschuldige mich. Wer führt jetzt hier den Blumenladen weiter? Sollen wir das kurz mal machen? Das war scheiße. Aber wenigstens habe ich ihr die Wahrheit gesagt. Safe war das richtig. Aber hast beide alle Games durch? Ja, ich nämlich auch. Ich muss auch sagen, die habe ich jedes Mal richtig durchgesuchtet, so. Weil man muss wollte halt wissen, also gerade bei Heavy Rain war halt das Ende auch ziemlich krass. Auch Mann, es tut so weh, das zu sehen. Ich habe es gehasst, aber ich empfand es auch als richtig, ja, safe. Also ich glaube, viel größer ist, wenn sie das jetzt nicht immer mal wieder so zu hören bekommt und dann irgendwann so in einem Jahr dann mal wieder so darauf stößt und dann so, wie, der ist schon seit einem Jahr tot. Ich glaube, dann ist es so jetzt besser. Warum sind jetzt den Fuß mal zum Angucken? So, jetzt kann man sich das da hinten nochmal anschauen, okay. Das Foto. Okay. Riley ist ganz offiziell krass. Ah, okay. Arbeitet sie an einem Blumenladen? Ich habe schon an hässlicheren Orten gelebt. Ich weiß, sie leidet sehr. Aber ich konnte sie einfach nicht anlügen. Ja,
arme Junge. Wie konnte ich das vergessen? Es tut mir so leid, Eleanor. Ja, aber es war schon richtig. War schon richtig. Detroit Become Human habe ich als erstes durchgezockt in einer Nacht. Das ist sehr schnell eskaliert. Was ich halt auch geil fand, irgendwie so geile Nebenbeisache, dass dieser Bot, den man in der Lobby gesehen hat, wenn man das Spiel gestartet hat, immer mal was anderes gesagt hat. Okay, und so. Das Shirt ist mega. Weiß ich doch, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Hinsicht. Aber irgendwie hat er sich immer den Spielgeschehnissen angepasst. Das fand ich irgendwie ganz cool. Aller Anfang ist schwer. Wurde auch irgendwie immer so schlauer und hatte mehr eigenes Denken. Einfach nur der Bot in der Lobby so. Das fand ich so gut gemacht. Die müsste ich eigentlich auch nochmal durchzocken. Die waren so gut. Und es gab ja noch irgendwie eins. Heavy Rain und noch irgendwas, aber komm nicht drauf. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Oh ja, einmal hat sie gesagt, dass die Daten kaputt waren. Und hat es Tränen in den Augen, dann wollte ich sie boxen. Suche in der Nähe des Blumenladen nach Mac. Mac. Wenn denn ja irgendwo hier eigentlich. Wer schreibt denn hier die ganze Zeit? Da, Eleanor. Alex, das vorhin tut mir so leid. Ich weiß, deine Hilfe war nicht zu schätzen. Es hat mich einfach sehr getroffen. Keine Entschuldigung nötig. Es hat uns alle schwer getroffen. Es war einfach Hass und Liebe zugleich. Aber irgendwie cool, dass sie so mit einem interagiert hat, ne? Na gut, hier war ja nicht dicht, ne? Oh, zum Hund müssen wir vielleicht nochmal. Muss mal eine Gasse weiter. Ich habe vorhin die Hundespuren gesehen. Vielleicht führen die ja in die Gasse da rein. Wäre irgendwie nice. Aber ich glaube nicht. Nee. Da waren wir ja schon drin. Dann finden wir den Hund wohl erstmal jetzt so nicht. Zeitung schon angeguckt. Hatte sie denn jetzt gesagt, wo er ist? Suche in der Nähe zum Laden nach Mac. Da soll ich nicht längst gehen weiter. Echt schade, dass ich nicht einfach vor allem weglaufen kann. Da vorne rein vielleicht? Ist ja auch so komisch das Fenster auf. Nee. Mac. Hallo. Ist da drüben nicht Mac? Nee. Was soll denn der sein? Es sollte einfach mehr solcher Games geben. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen, etc. Aber es gibt leider so wenige. Ja, stimmt. Das stimmt. Ist halt auch geil, dass wenn du zum Beispiel bei Flucht oder so, wenn du jetzt so verkackst die Flucht, dann bist du nicht Game Over, sondern du hast dann halt einfach verkackt so. Und dann baut darauf halt dann weiter die Story auf. Mindestens manche, aber das sind nur Nebengeschichten, die passieren. Ja. Das habe ich schon herausgefunden, sowas wie hier. Aber irgendwie kann ich dir nicht helfen. Es sollte mehr Games geben, wo Funny Rage, ey, da gibt's genug. Ich glaube, das ist eins der ersten Spiele, wo ich tatsächlich einfach mal nicht sauer werde. Also bis jetzt noch nicht. Hier war ich ja schon. Hä? Wo soll er denn sein? Ich soll ja Mac finden, ne? Ein Mac. Wanderin habe ich mir schon angehört. Pl-
Plattenladen waren wir ja auch schon drinne. Bei denen waren wir auch schon, bei den beiden hier. Ich hatte heute ein Erfolgserlebnis. Ich habe eigene Pfannkuchen gemacht. Oh, das ist immer sehr nice. Wie hast du den gemacht? Also ganz, ganz simples Rezept oder was? Das Sightseeing muss erstmal warten. Ich muss jetzt zu Mac. Ja, wenn du mir sagst, wo der ist, gehen wir ganz, ganz gerne zu Mac. Ich habe aber wirklich keinen Plan, wo Mac ist. In der Apotheke hier auch nicht, oder? Wir gehen nochmal rein. Ja, simpel eigentlich, aber auch mit Zimt. Nice. Ich mache die mal ganz gerne, wenn ich da Rohr auf jeden Fall vor jedem Pfannkuchen muss ordentlich Fett rein. So, also so Margarine oder so oder Bratfett oder irgendwie sowas. Da schmecken die sehr geil. Und lassen sich halt auch leicht von der Pfanne lösen. Das ist auch noch nice nebenbei. Und ich bin, also ich persönlich werde nach durch am Essen extremst müde, ne? Wenn ich die so auf der Couch oder so esse und denkst, ja, gleich danach gehst du noch irgendwie am PC oder so. Nee, ist nicht mehr. Weiß ich eigentlich auch schon vor, aber irgendwie redet man sich immer noch ein. Deswegen habe ich heute auch nicht gegessen. Eleanor meinte, Mac wäre hier irgendwo. Aber ich sehe ihn nicht. Vielleicht bei der Brücke? Hä, wir waren bei der Brücke. Hm. Deswegen habe ich heute auch nicht vorm Stream gegessen. Weil, ich weiß nicht, ob ich dann eingeschlafen wäre. Wenn ich es wissen möchte. Ja, ich glaube, ich habe hier noch nicht so intensiv geguckt. Muss hier nochmal gucken. Ich mache meine Pfannkuchen immer mit einem klein wenig Blut von Funi. Ah ja, perfekt. Hier kommt man ja überall nicht durch. Hier auch nicht. Dann schlunzen wir hier nochmal. Ah, lol. Er ist ja so anders undercover hier an der Brücke. War schon ein guter Mann, dass man sich hier gar nicht sieht. Fuck. Wenn sie hier stehen. Na dann los. Wichtiges Gespräch jetzt. Mac,